Hi, meine Lieben, hier ist euer Maestro Ernesto von www.gitarrenlinks.de noch mit einem kleinen Osterei, was ich euch schenken wollte, beziehungsweise einen kleinen Hinweis auf eine super praktische, tolle Gehörbildungssoftware, eine Gratis-Software. Und die bekommt ihr auf der Seite solfege.org. Und dort müsst ihr auf den Download Now-Button klicken, dann kommt ihr auf die Download-Seite. Und da gibt es unten dann auch den Windows-Installer hier, genau, wenn ihr Windows habt oder auch für Mac ist das Programm auch geeignet, wunderbar. Dann, wenn ihr es installiert habt, werdet ihr eventuell noch gefragt, ob ihr da jetzt die deutsche Sprache einstellen wollt. Kann ich jetzt bei der Installation, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber auf jeden Fall ist eine deutsche Sprache möglich. Dann, das Programm dient eben dazu, eure Ohren zu trainieren. Zu erkennen, Melodieverläufe, Intervalle, also die Abstände zwischen mehreren Tönen, Akkorde erkennen, Melodien nach Gehör aufzuschreiben, Rhythmen zu erkennen und so weiter. Sehr praktisch, also gerade wenn man sich jetzt so Songs raushören will oder überhaupt für die Improvisation ist es auch sehr gut. Es geht dann so den Weg, eigentlich die Ohren zu trainieren, um später freier spielen zu können. Also auch die musikalische Fantasie wird dadurch trainiert. Das ist ein bisschen so ein indirekter Weg für die Improvisation, ist aber wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und ihr solltet das, selbst wenn ihr jetzt nicht jetzt so die wahnsinnige Interesse habt, so die musikwissenschaftlich da voll einzusteigen, weil Gehörbildung ist natürlich, macht man beim Musikstudium, ist ein wesentlicher Teil auch, beziehungsweise wichtiger Teil auch für eine klassische Ausbildung. Selbst wenn ihr jetzt nicht so das Interesse habt, da volle Pulle die Wahnsinnsklassiker zu werden, es nützt, egal welche Musik ihr macht, es nützt ungeheuer, eure Ohren zu schärfen. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Programm installiert habt und ganz frisch jetzt bei der Gehörbildung seid, macht einfach erstmal Folgendes. Geht auf diese melodische Intervalle aufsteigend, auf diese Übungsform und wählt euch da erstmal ganz simpel die Rubrik Sekunden, das sind also Ganztöne oder Halbtonschritte. Und dort könnt ihr euch eben eure kleinen Übungen hier einfach durch Anklicken auf neues Intervall geben lassen. Und dann, jetzt seht ihr hier, ist quasi auch nur kleine und große Sekunde aktiviert, werden wirklich nur diese zwei Intervalle als Übung vorgespielt. Und ihr müsst dann eben nach Gehör erkennen, war das jetzt eine große Sekunde, also ein Ganztonschritt zwischen den beiden Tönen, oder was ist eine kleine, ein Halbtonschritt. Das würde ich euch so zum Einstieg empfehlen. So macht man das auch beim Studium, als erstes so beim Raushören von Melodien erstmal diese Intervalle zu kennenzulernen. Und das machen wir mal. Einfach kleine Übungen. Jetzt muss ja gerade mein Soundcutter ein bisschen gesponnen. Machen wir gleich nochmal. Genau, und das ist eine kleine Sekunde. Ihr könnt daran erkennen, dass es wirklich sehr eng geht zwischen den beiden Tönen. Wenn ihr das nachsingt, ist wirklich eine ganz enge kleine Verbindung. Und dann gehen wir drauf. Och, habe ich sogar recht gehabt. Mein Gehör funktioniert auch sehr gut. Dann nehmen wir uns ein neues Intervall. Genau, und wieder, jetzt hat er wieder diese ganz enge Verbindung. Und wieder eine kleine Sekunde. Und jetzt spuckt er auch mal eine große Sekunde aus. Große Sekunde könnt ihr sehr schön auch erkennen, darin, weil das ist der Anfang der Dur-Tonleiter. Die hat mir am meisten so ein bisschen im Ohr. Oh, ist noch früher Morgen. Bin noch ein bisschen heiser. Und das dürfte eine große Sekunde gewesen sein. Richtig, genau, und so weiter. So könnt ihr euer Ohr. Na, was meint ihr? Große oder kleine Sekunde? Ich sage das große Sekunde. Ha, war richtig. Okay. Große oder kleine Sekunde? Was meint ihr? Ich denke jetzt eine kleine. Ja, eine kleine. War diese enge Verbindung. Probiert es einfach selber aus. Ihr geht, wenn ihr die Übung beenden wollt, über Datei wieder zurück zur Startseite. Also nicht da oben irgendwie ein X klicken, da ist das Programm nämlich zu Ende. Und dann würde ich euch noch empfehlen, eine sehr gute weitere Übung ist eben eine Rhythmusübung. Da gibt es natürlich auch dann fortschreitende Übungen jetzt sowieso auch bei den melodischen Intervallen aufsteigen, dass man jetzt in Terzen geht, ne, und zwar der große und kleine Terz erkennt. Sehr nützlich auch, um nachher die Akkorde zu erkennen. Okay, das wollte ich euch gerade noch zeigen. Machen wir mal ein Intervall. Das könnt ihr auch gut erkennen, das ist eine große Terz, weil es der Anfang von einem Dur-Akkord. Do, 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 do. No, und, was ist es? Richtig. Genau, ne? Genau, und das ist eine kleine Terz, die könnt ihr dann erkennen, zum Beispiel der Kuckuck.
Da, 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 do, Kuckuck, da, do, oder da, 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 da. Diese einen Volkslieder, das sind das jetzt ja der Kuckuck und der Esel. Da, Kuckuck und der Esel. Ja, ne, so ein anderes, aber auf jeden Fall, da ist eine kleine Terz drin. War richtig, ne? Und da würde ich mal so ein bisschen weitergehen, auch bei den Intervallen, könnt ihr selber ein bisschen ausprobieren. Und ansonsten, wie gesagt, geht zur Schlagzeug zurück, wenn ihr eine andere Übungsform machen wollt. Da würde ich jetzt empfehlen, den Rhythmus zu machen. Einfache Rhythmen fangen wir an. Und zwar, ihr kriegt jetzt, wenn ihr auf neu geht, kriegt ihr einen Rhythmus vorgespielt nach einem Anzähler, zwei Beats Anzähler, oder man kann sich das auch hier einstellen, wie viel Vorzähler hier sein soll. Hier sind nur zwei eingestellt. Dann kriegt ihr einen Rhythmus, eintaktigen Rhythmus vorgespielt, also einen Takt mit verschiedenen Rhythmenwerten, und zwar ganz simple Werte, hier nur Viertel, Achtel und Sechzehntel. Und dann gehen wir mal, lass uns mal was vorspielen. Genau, das ist ein Dum, 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 Dum. Das haben wir, da haben wir zwei Achtel am Anfang, Dum, Dum, und dann kommen die vier Sechzehntel, da, 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 da. Dann wieder zwei Achtel, Dum, Dum, und das endet auf eine Viertel. Genau, seht ihr, das ist natürlich ein bisschen jetzt Gewöhnungssache, müsst ihr euch selber so ein bisschen reinfummeln. Ne? Wenn ihr jetzt meine Kurse gemacht habt, dann wisst ihr, könnt ihr mit den Zählen, kommt ihr ja sehr gut klar. Und da haben wir auch in den Filmen, habe ich ja einiges. Und ansonsten, als Vorübung ist immer eine gute Idee, Klatschübungen zu machen, also zum Beispiel Viertel zu klatschen. Dann geht es einfach eins und zwei und drei und vier, und wenn er Achtel klopft, dann oder klatscht, dann macht er eins und zwei und drei und vier und. Und wenn der Sechzehnte klopft, nur um reinzukommen, Gehör dafür zu kriegen, macht er eins und zwei und drei und vier und. Also dann zerlegt er jeden Beat in vier Impulse in Sechzehntel. Und dann bekommt ein Gefühl, wie Sechzehntel klingen, und dann könnt ihr euch Übungen geben lassen und das ausprobieren, ne? Wie gut euer Gehör dann auch schon funktioniert. Ja, aber da haben wir zwei Sechzehntel Figuren drin, diese da, 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 da. Und der müsste nur orten, wo die jetzt waren. Ich würde sagen, die sind auf der 2 ist ein 4 Sechzehntel gewesen, am Schluss waren 4 Sechzehntel. Wir können uns das ja nochmal anhören. Na, merkt er. Ich würde sagen, es ist dam, dam, da, 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 dam, dam, da, da, da. Könnt ein bisschen experimentieren, ein bisschen Spaß haben, und euer Oster, wenn ihr euch abends jetzt langweilt, tagsüber die Sonne scheint ja so schön, dann geht man vielleicht besser raus, aber wenn ihr euch ein bisschen langweilt, dann tut was Nützliches und schärft euer Gehör. Was haben wir noch für interessante Übungen? Ja, auf jeden Fall Akkorde sollte man auch ein bisschen, solltet ihr mal euch mit beschäftigen. Machen wir mal, gerade wenn man jetzt Songs raushören will oder auch schnell Liedbegleitung finden will, um Melodien zu begleiten. Wenn Leute fragen, hey, kannst du den Song? Dann ist es sehr gut, wenn man vorher ein bisschen sich auch nach schon sein Gehör trainiert hat und Dur-Moll-Akkorde nach Gehör erkennen kann. Ne, gehen wir mal zum Beispiel hier hin und hören uns mal was an, eine Übung. Na, dann haben wir hier einen schönen, ich sage, es ist ein Dur-Akkord. Wir können das auch jetzt zerlegt vorspielen lassen. Dum, 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 drei Töne. Muss er jetzt natürlich ein bisschen sich dann mit den Dur- und Moll-Akkorden ein bisschen auskennen, wie die aufgebaut sind und so weiter. Also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr für euch, meine lieben Online-Schüler, wo ihr wisst, wie die Akkorde aufgebaut sind. Das zeige ich ja in den Kursen auch an der Gitarre. Und das war ein Dur-Akkord, genau. Und gehen wir mal den nächsten. Und was haben wir hier? Auch mal ruhig arpeggiert spielen. Auch wieder ein Dur-Akkord. Genau, und der nächste haben wir mal. Ja, es ist Moll. Könnt ihr auch diese Grund, man sagt ja auch, oder man, ja, es ist vielleicht so auch die Wirkung, wie es auf den meisten Menschen wirkt, eben Moll-Akkord, dieses traurige, melancholische, und der Dur-Akkord, das kräftige, starke, und das jetzt war gerade, mal hören, das war ein Moll-Akkord. Ja. Könnt ihr einfach ein bisschen experimentieren und eure Wege suchen und Spaß haben. Sonst Übung, was ich noch machen würde, ja, geklopfter Rhythmus ist eine super Herausforderung, weil da könnt ihr auf eurer Return-Taste dann einen vorgegebenen Rhythmus nachklopfen. Na, dann müsst ihr dann auf der, sehen, dann geht das wahrscheinlich in die Hose, oder? Na, der kennt er nicht. Aber probiert einfach mal ein bisschen darunter.
gibt es da noch nette kleine Funktionen, wie er da, wo er das noch benutzen könnte, das Programm. Ist sehr, sehr, sehr umfangreich und gratis. Alles klar, viel Spaß damit. Bis dann.